Liebe Schwestern und Brüder, die wir in dieser Woche in der Mitte der Fastenzeit angekommen sind, also den halben Weg nach Ostern zurückgelegt haben, wir können uns diese Frage wirklich vorlegen, wie es mit uns steht, wie fern wir vom Reich Gottes sind. Und vielleicht wundern wir uns über die Einfachheit dessen, was uns das Evangelium vorlegt und was uns sozusagen der Prophet Hosea schon vorbereitet hat. Wir stehen so oft in der Gefahr, dass wir im kirchlichen Kontext, in den Diskussionen, die wir führen, an alles Mögliche denken. Alle möglichen Richtlinien und Papiere, Worte im Kopf haben. Und dabei die große Richtung verlieren, die so einfach ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Und Jesus vergisst nicht, das Nächste hinzuzufügen. Das Zweite, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wenn wir heute über Christentum sprechen, dann landen wir schnell beim Zweiten. Das wechselt immer. Das ist in der Geschichte des Christentums wie ein Pendelschlag. Es gab Phasen in der Kirchengeschichte, da meinte man, man könne das mit dem Nächsten ein wenig vernachlässigen, wenn man nur Gott in rechter Weise dient. Diese beiden Dinge hängen untrennbar miteinander zusammen. Der Jakobusbrief ruft uns zu: Wie kannst du sagen, du liebst Gott, wenn du deinen Bruder, der in Not ist, im Stich lässt? Heute sind wir eher in der Gefahr, aus der ganzen Kirche so eine humanistische, menschenfreundliche Bewegung zu machen. Das ist sicher nicht falsch, aber es ist zu wenig. Wir vergessen das erste Gebot, Gott immer und überall an die erste Stelle zu setzen und Gott zu nehmen als Motivation, dass wir uns jedem als Nächsten zuwenden. Jedem. Gleich, ob der freundlich ist oder unfreundlich, oder wie der gestrickt ist, was er denkt, das spielt keine Rolle. Aber wir tun es nicht, weil wir so gut sind, sondern wir tun es, weil wir an Gott glauben, weil wir Gott an erste Stelle setzen. Ich habe ein kleines Wort mitgebracht, das uns vielleicht tröstet, obwohl es etwas resignativ klingt, von den Vätern der Wüste. Ein Bruder fragte einen Alten und sprach: Warum gibt es jetzt welche, die sich abmühen in ihren Lebensweisen, aber nicht die Gnade empfangen wie die Alten, wie die, die vor uns waren? Es sprach zu ihm der Alte: Damals war Liebe. Damals war Liebe und jeder zog seinen Nächsten nach oben. Nun aber ist die Liebe erkaltet, jeder schleift seinen Nächsten hinab und deshalb empfangen wir die Gnade nicht. Wenn wir bis morgen Abend diese Anregung von Papst Franziskus hier in der Kirche aufgreifen und 24 Stunden Christus in der Eucharistie vor Augen haben, dann sollte uns das, dieses Wort Anregung sein, dass wir die Liebe neu entdecken in uns, wenn er uns anschaut und wir ihn anschauen, dass er unser kaltes Herz erwärmt und erweicht, sodass wir den Nächsten wieder nach oben ziehen können, zu ihm, zu Gott, und ihn nicht hinabschneifen. Und so werden wir vielleicht auch fähig, wie der Vater sagt, die Gnade zu empfangen.